Liebe Sportmacher, heute wird's richtig, richtig cool. Breakdancer Leon hat mir schon einmal erklärt, wie der Headspin funktioniert. Und heute zeigt er uns, welche coolen Moves man in den eigenen vier Wänden auspacken kann. Hey Laura, hey liebe Sportmacher, ich hoffe es geht euch allen gut. Ich tanze leistungsmäßig Breakdance und aufgrund der aktuellen Situation sollten wir alle zu Hause bleiben und daher werde ich euch heute mal zeigen, wie ich mich zu Hause fit halte und wie der aktuelle Stand bei mir so ist. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und vielleicht lernt ihr ja sogar heute den ersten Move oder den ersten Schritt. Okay, viel Spaß. Okay, so ich werde euch jetzt erstmal den ersten Schritt vom Breakdance kurz zeigen und zwar sieht er so aus. Ihr könnt es später noch ein bisschen variieren. Aber ich zeige jetzt erstmal den Basic-Schritt. Wir machen erstmal einen Sprung. Jetzt gehen wir mit dem rechten Bein schräg vor das linke, gehen ein bisschen dabei in die Knie, ziehen das rechte Bein jetzt zurück und machen dabei wieder einen Sprung auf beide Beine. Das gleiche mit links. Links queren wir einmal so nach vorne, gehen jetzt nach hinten und springen wieder auf beide Beine zurück. Und das war der Schritt. Das heißt, nochmal mit rechts schräg über das linke drüber, ziehen zurück und machen den Sprung. Mit links schräg nach vorne in die Knie und zurück. So, was wir mit unseren Armen machen. Jedes Mal, wenn wir in der Mitte sind, haben wir die Arme hier am Körper. Das heißt, entweder so überkreuzt, das ist eure Möglichkeit, da euch so ein bisschen abzuheben. Das heißt, überlegt euch da irgendwie was, habt die Arme hier am Körper und wenn ihr mit den Beinen nach vorne geht, dann öffnen sich die Arme und ihr geht einmal so auf. Zurück, nach vorne, zurück, nach vorne. Okay, das ist der Basic-Schritt im Breakdance. Viel Erfolg. So, jetzt werde ich euch noch einen kleinen Freeze zeigen und zwar den sogenannten Baby-Freeze. Ganz einfach, ihr habt schon gehört. Und ja, der sieht so aus. Den habt ihr bestimmt schon mal in Bezug auf Breakdance gesehen. Ja, und ich zeige euch jetzt einmal, wie der funktioniert. Wenn ihr Rechtshänder seid, ich bin Rechtshänder, dann muss das rechte Bein so aufgestellt sein. Wenn ihr Linkshänder seid, das gleiche auf der linken Seite, okay? Ich erkläre es jetzt einmal für Rechtshänder. Der linke Arm geht mit dem Ellenbogen hinter das rechte Knie und das Handgelenk ist ungefähr in dieser Position. Mit dem rechten Arm geht ihr mit dem Ellenbogen an eure Hüfte und die Hände sind in dieser Position. Jetzt lehnt ihr euch nach rechts, setzt die Hände auf den Boden und eure rechte Kopfseite setzt ihr jetzt einmal auf den Boden und jetzt probiert ihr hier das Gleichgewicht zu behalten und vor allen Dingen die Spannung zu halten. Ich hoffe, euch hat mein kleines Kurztutorial Breakdance gefallen. Ich wünsche euch weiterhin natürlich alles Gute, bleibt vor allen Dingen gesund und das Wichtigste, sportlich. Macht's gut und bis dann. Ciao. Noch ein bisschen weiter. Vielen Dank, lieber Leon, aber für die coolen Tricks und Moves, die du zu Hause machst. Und ich hoffe, jeder probiert es einfach mal zu Hause aus. Weitere Videos und tolle Übungen findet ihr übrigens auf zdftv.de und in der TV-App.